Von der Uni direkt zum Weltmarktführer. Wie das klappen kann, diese spannende Geschichte, die hören wir heute bei FAU-Alumni My Story. Und wir sind verabredet mit Dr. Daniel Teichmann, dem Chef des Unternehmens. Hier ist er auch schon, ich freue mich. Hallo. Hallo Daniel. Ja, hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind jetzt hier am FAU Südgelände. Wie ist es für dich, auch mal wieder hier zu sein? Du bist ja nicht mehr ganz so oft in Erlangen und dazu noch hier am Unigelände. Ja, schön, wieder da zu sein. Ich darf einmal pro Jahr, werde ich meistens zu einem Gastvortrag von einem Professor eingeladen. Da bin ich ab und zu noch mal hier, aber nicht in jedem Winkel. Deswegen ist es schön, wieder hier zu sein. Gucken wir uns einfach mal so ein bisschen um. Also wir sind, wie gesagt, hier am Roten Platz. Das ist ja wirklich ganz schön. Wetter kalt, aber kalt, immerhin sonnig. Sonnig, genau. Genau. Könnte schlechter sein. Also wir reden jetzt über dein Unternehmen, Hydrogenious. Wie ist es dazu gekommen und was macht ihr überhaupt, so ganz kurz zum Einstieg? Ja, also im Hydrogenious steckt ja schon das Wort Hydrogen drin, deswegen das schon mal als Teaser. Und Genius. Und Genius, genau. Das heißt, wir machen Wasserstoff. Wo kommt die Idee her? Im Grunde habe ich vor 14 Jahren angefangen, zum Thema Wasserstoff zu arbeiten in meiner Promotion, die auch betreut wurde hier von Professoren der Uni Erlangen. Und da haben wir uns eben die Frage gestellt, wie kann ich Wasserstoff eigentlich transportieren, speichern, importieren in großen Mengen und sehr sicher. Und da sind wir auf die sogenannte LOHC-Technologie gekommen, Liquid Organic Hydrogen Carrier. Flüssige Wasserstoffträger, das ist eigentlich eine Form, wie ich Wasserstoff nicht als Gas transportieren muss, sondern an eine Flüssigkeit binde, die ich unter Umgebungsbedingungen drucklos und ohne Entzündungsgefahr und so weiter einfach in herkömmlichen Tanks speichern kann. Und auch in herkömmlichen Lastwagen transportieren, in herkömmlichen Öltankern auf den Weltmeeren. Das war die Grundidee. Und was wir uns damals eben gesagt hatten, war, wir wollen das nicht nur akademisch beforschen, das waren sozusagen die Anfänge, sondern wir wollen es auch umsetzen in die Realität, in die kommerzielle Umsetzung. Und das war dann eben die Gründung der Hydrogenious LHC Technologies vor mittlerweile immerhin 10 Jahren. Also ihr habt was geschafft, was leichter zu transportieren ist und dazu noch ungefährlicher. Und das Ganze hat seine Wurzeln hier an der Uni. Absolut. Wie ist da die Verbindung immer noch? Genau, also wir sind eine Ausgründung aus der Uni, was zum einen bedeutet, dass die Universität auch Gesellschafter bei uns ist nach wie vor. Wir haben auch eine Reihe von Patenten, die wir damals angemeldet hatten, die aber der Uni gehört haben. Die wurden dann übertragen an Hydrogenious. Es wird auch an der FAU sehr intensiv zum Thema LOHC geforscht. Das heißt, da gibt es auch wirklich intensiven fachlichen Austausch zwischen Hydrogenious und der Uni. Also insofern, glaube ich, kann man schon mit Fug und Recht sagen, dass wir schon ein sehr positives Beispiel für Thema Technologietransfer von der Hochschule in die Wirtschaft sind. Und in dieses Ökosystem spielt ja auch die FAU dankenswerterweise immer noch mit rein. Also ihr rekrutiert da ja auch noch ganz stark oder bietet zumindest offene Türen. Absolut. Also das ist auch für uns, glaube ich, schon ein großer Wettbewerbsvorteil, dass wir da auch die Nähe haben, dass wir auch Zugriff haben auf Studenten, auf Absolventen, die uns auch kennen. Ich meine, wie gesagt, die Mitgründer sind ja auch teilweise noch aktiv, auch in Vorlesungen und so weiter in der FAU. Also das, davon profitieren wir schon. Und ich glaube, es ist wirklich ein Geben und Nehmen, weil wirklich die FAU wiederum auch sehr profitiert davon, dass eben wir auch das umsetzen, dass da auch eine Vielzahl von internationalen Partnern und Investoren über uns sozusagen auch in dieser Technologie dann aktiv sind. Jetzt sind wir so in die Verbindung zur Uni eingetaucht und jetzt wollen wir aber auch mal in dein Studentenleben noch mal eintauchen, okay? Ja, sehr gerne. Und dazu gehen wir noch ein paar Schritte, absolut, oder? Absolut, das interessiert mich auch sehr. Praktischerweise ist ja am Roten Platz auch gleich die Mensa. Lust auf einen Kaffee? Ja, sehr gerne, unbedingt. Bei der Kälte ist ganz schön, irgendwie innen mal was Warmes zu haben, oder? Super. Ja. Und dass die FAU so tolle Kaffees hat, also das gab es zu meinen Zeiten nicht. Da mussten wir mal aus dem Automaten ziehen. Die Mensa, war die früher, hat sich da was geändert? War genauso, oder? Also die Mensa oben habe ich jetzt nicht gesehen, die müsste aber genauso sein. Das hier gab es schon genauso, ja. Nur keine so hochwertige Kaffeebar, das wüsste ich sicher. Die gab es nicht. Ja, die ist echt nett, das macht Spaß. Ja. Sag mal, wenn wir jetzt zurückgehen zu deiner Studienzeit, wie war denn das so? Du hast ja, ich habe jetzt gelesen, Wieso und Südgelände. Wie kam das so, die Verbindung? Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das war damals noch ein relativ neu eingeführter Studiengang, der eben zwischen Technischer Fakultät und Wieso sozusagen ja auch aufgeteilt war. Und die ersten beiden Semester hat man eigentlich komplett hier in Erlangen verbracht, eigentlich komplett zusammen mit den Maschinenbauern auch. Und dann aber ab dem viertes Semester war dann schwerpunktmäßig an der Wieso. Also mit in Nürnberg. Oder tatsächlich hauptsächlich das, dort? Das war dann hauptsächlich dort, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann ab dem Hauptstudium ging es dann wirklich auch bunt gemischt sozusagen weiter. Und die Kommilitonen, da hat man dann auch mehr Kontakt
Besteht der eigentlich bis heute noch? Zu einigen schon, ja, genau. Ja. Also natürlich, ich meine, das ist ja auch das an der Uni, man hat ja nicht die Klasse mit 30 Leuten, sondern man hat ja in den VISO-Vorlesungen, da sitzen am Anfang, oder damals zumindest saßen da ja 1000 Leute in so Vorlesungen. Gell? Aber gerade, dass wir als Wirtschaftsingenieure ja auch eher kleiner Kreis waren, das war damals, glaube ich, so auf 50 Plätze, glaube ich, pro Jahr beschränkt, wenn ich mich nicht täusche, hat man da schon ein sehr enges Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Und da habe ich auch nach wie vor Kontakt zu einigen. Also das hat sich auf jeden Fall erhalten. Wenn du jetzt aus dem Blick von heute deinen Studenten-Ich mal anguckst, gibt es vielleicht irgendwas, was du dem dann raten oder sagen würdest? Einfach mach mal, entspann dich mal ein bisschen mehr oder gib an der und der Stelle vielleicht ein bisschen mehr Vollgas? Auch eigentlich bin ich im Nachhinein da wirklich sehr zufrieden mit mir selber. Also klar, ich meine, im Nachhinein, man hat natürlich als Student, hätte man vielleicht noch mal mehr Möglichkeiten gehabt, wirklich auch mal noch eine längere Reise, längere Urlaube, sowas unterzubringen, was natürlich jetzt im Berufsleben und gerade jetzt, sag ich mal, als Unternehmer noch mal deutlich schwieriger ist. Aber selbst das möchte ich jetzt nicht. Ich habe auch damals auch mir die Zeit schon immer genommen. Also insofern bin ich rundum zufrieden und wie gesagt, hatte ja auch wirklich eine gute Zeit. Insofern nichts, was ich ändern würde. Wir wollen auf jeden Fall, wenn wir jetzt gleich loslaufen, nochmal beleuchten, wie du Unternehmer wurdest. Das hat ja schon zur Uni-Zeit angefangen. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Und hier sind wir jetzt, oder? Genau, da stehen die Kopierer schon. Das ist sozusagen die Anfangstage von Kopiermanie. Ja. Unsere Geschäftsidee war folgendes. Und zwar haben wir im Grunde Studenten ermöglicht, für nur einen Cent pro Seite zu kopieren. Normal hat es, glaube ich, 5-6 Cent damals gekostet. Heute wahrscheinlich deutlich mehr, ich weiß es nicht. Waren alle dankbar. Also vorne drauf kopieren, hinten war die Werbung? Genau, hinten waren sozusagen Werbung drauf. Gell? Und das Besondere war jetzt, also das ist ja jetzt erstmal relativ simpel, das Besondere war im Grunde, dass dort eigentlich vor allem große Unternehmen, große Technologiefirmen eigentlich Personalwerbung betrieben haben. Und der Witz ist jetzt, wenn diese Kopiere hier an der Technischen Fakultät steht, dann kann man auch sicher sein, dass halt fast ausschließlich Ingenieure, Techniker hier sind. Also ganz gezielt. Genau, das heißt ganz Zielgruppen, genau. Gell? Und das ist eben der große Vorteil, weil sonst hat man ja eigentlich schon häufig eine extreme Streuung. Wenn ich zum Beispiel damals im Unispiegel oder diese Magazine geworben habe, dann habe ich halt alle Studenten erreicht. Aber gerade für Personalwerbung will ich natürlich gezielt beispielsweise eben die Techniker erreichen. Ja. Und deswegen hat es extrem gut funktioniert. Wir hatten dann am Ende eigentlich 10 Copyshops in ganz Deutschland, also auch bis Hamburg und Karlsruhe und Stuttgart und so weiter. Aber am Anfang hat es im Grunde hier und an der VISO genommen. Das waren sozusagen die beiden ersten Copyshops, Copy-Ecken, wo wir gestartet haben. Also ich sehe schon, du siehst, wo ist der Bedarf, hast das nötige Händchen dafür und genau da wird angesetzt. Und hier so, Werner von Siemens Hörsaal, war das auch so dein Home-Turf hier? Ich glaube, der hieß damals noch nicht so, ehrlich gesagt, aber H7, H8, H9 gab es schon und die haben sich auch, die Schilder sind genau die gleichen, also die haben sich nicht verändert. Genau, also das war so, wo die meisten Vorlesungen stattgefunden haben in der Tech-Fac. Ja. So, ja, dieses Kunstwerk ist, glaube ich, auch neu, also das kommt mir auch nicht bekannt vor. Aber hier ganz ist ganz schön viel neu. Ja, wenn man da runter geht, da ist auch einiges neu, da ist zum Beispiel auch das Helmholtz-Institut von meinem Mitgründer und so weiter, das gab es alles damals nicht. Hat sich doch einiges verändert. Ja. Ne? Jetzt haben wir darüber geredet, das klingt alles sehr, sehr umtriebig, schon als Student und jetzt eben auch als Unternehmer. Wenn man das so betrachtet, ist Wasserstoff für dich das Ding der Zukunft? Ja, absolut. Also ich habe, wie gesagt, ich habe damals von Anfang an schon daran geglaubt, dass das irgendeine wichtige Rolle spielen kann. Das ist dieser Wasserstoff kann halt einfach emissionsfrei einen Energiekreislauf abbilden. Anders als die heutigen fossilen Kraftstoffe, die ja immer das Thema CO2 mit sich rumschleppen. Und wir kennen alle die massiven Probleme, die damit zusammenhängen. Und Wasserstoff, dieser Zyklus, Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff zu machen und dann wieder zu Wasser werden zu lassen und dabei Energie freizusetzen, der ist einfach so logisch und so simpel und so bestechend, dass es ja auch jetzt nichts ganz Neues ist, muss man auch ehrlich sagen. Es hat schon Jules Verne vor 150 Jahren vom Wasserstoff als Kohle der Zukunft gesprochen und schon ganz lange sind viele Forscher, Technologen, Poeten diesem Wasserstoff auf der Spur sozusagen als Energieträger der Zukunft. Genau, und ihr seid jetzt 10 Jahre dabei, die Erfolgskurve geht steil bergauf. Ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Ja, und, wir arbeiten dran. Im Rahmen dessen Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, haben wir auch noch eine klitzekleine Überraschung vorbereitet. Da bin ich ja gespannt. Mir wird jetzt nämlich mal kurz hier eine Tasche angereicht, die ich direkt so weiter. Okay, darf ich gleich mal reinschauen? Oder? Ja, unbedingt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Okay, bin ich gespannt. Oh, da ist so einiges drin, aber ich sehe insbesondere eine FAU-Eule, glaube ich. Gell? Wunderbar. Super, genau. Hier promoviert. Zu Dr. Daniel Teichmann. Genau, super. Vielen Dank. Das war uns eine Ehre. Vielen Dank. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Gell? Und sehr gerne. Tschüss. Tschüss, Daniel. Bis nächstes Mal. Ciao. Das war jetzt unser Pilot von FAU-Alumni My Story. Und die hat uns heute Dr. Daniel Teichmann erzählt. Er ist der CEO von Hydrogenious Technologies. Das war für mich wahnsinnig
ansprechend und interessant. Ich hoffe für Sie und euch auch. Und wir haben in der Pipeline noch ganz viele interessante Alumni. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.